Seit fast 75 Jahren war hier kein Mensch mehr. Bis auf gelegentliche Besucher, die auf der Suche nach verlorenen Orten sind, den Lost Places. Die Atmosphäre eines Ortes, den der Mensch längst verlassen oder vergessen hat, aufsaugen. Und die, wenn sie sich an den Kodex der Szene halten, nichts hinterlassen außer Fußspuren und nichts mitnehmen außer Fotos. Ein Ort, wo sie immer wieder zu finden sind, ist die zweitgrößte Sprengstofffabrik der Nazizeit in der Nähe von Kassel. Karl-Heinrich Schlegel hat hier schon als Kind gespielt, jetzt macht er Führungen auf dem Gelände, das Gebäude aber ist tabu. Offiziell kommt keiner rein, aber es sind schon mal Leute, zum Beispiel nachts oder auch an Wochenenden. Also Zäune und Verbotsschilder schrecken viele Leute nicht ab. Wer gezielt alte, verfallene und seit langem verlassene Gebäude sucht, gehört einer eigenen Szene an. Sie nennen sich Urban Explorer. Rund 300 Menschen dürften deutschlandweit dazugehören. Einer davon ist vor vielen Jahren schon hier unterwegs gewesen. Das war schon so ein bisschen unheimlich, die Stille, die ganze Atmosphäre. Wenn wir im Gebäude waren, knallte auf einmal die Tür zu. Wir sind so aufgeschreckt, haben uns rumgedreht und gedacht, scheiße, jetzt kommt ein Wildschwein oder so um die Ecke. Das war aber Gott sei Dank einfach nur der Wind, der die Tür zugeknallt hat. Das war so mit eigentlich beim ersten Mal mit eines der genialsten Erlebnisse. Die Fragen, die sich stellen, wie geht es mit Orten oder Gebäuden weiter, wenn der Mensch auf einmal einfach weg ist? Wenn sich niemand mehr darum kümmert, ob das Dach dicht ist und die Fenster geschlossen sind oder dass überhaupt Fenster da sind? In erster Linie fasziniert mich einfach dieser natürliche Verfall. Was passiert, wenn wir irgendwann einfach mal nicht mehr da sind? Was geschieht mit unseren Gebäuden? Was bleibt von uns noch übrig, von unserer Geschichte? Und das sieht man gerade auch hier in der Muna sehr schön, weil es hier relativ wenig Vandalismus gibt, im Gegensatz zu anderen Objekten, die so verfallen. Das Wichtigste, Respekt vor den Orten, so zu gehen, wie man gekommen ist. Vor allem, wenn Orte eine so dunkle Geschichte haben. Rund 120.000 Tonnen hochexplosives TNT wurden hier hergestellt. Eine der größten Sprengstoff- und Munitionsfabriken im Dritten Reich. Lebensgefährliche Bedingungen damals für die freiwillig Beschäftigten und für mehr als 1.000 jüdische Zwangsarbeiterinnen. Fast 200 Menschen sind in diesen Hallen gestorben. Die Gebäude sind inzwischen Teil eines Themenweges, der die Geschichte lebendig halten soll. Ich merke nur, wenn ich mit Besuchern, vor ein paar Jahren konnten wir noch reingehen in die Gebäude mit Besuchern, dass dann doch die Besucher so eine spezielle Stimmung dann haben, die einen dann natürlich dann auch so ein bisschen mitnimmt. Man kann den Menschen ansehen, dass sie sich vorstellen, wie und unter welchen Voraussetzungen hier gearbeitet wurde. Teil der riesigen Fabrik mit ihren rund 400 Gebäuden, von denen mehr als die Hälfte immer noch steht, ist der gigantische Kohlebunker. Tausende Tonnen Kohle, um unterirdische Kraftwerke zu befeuern. Betreten ist verboten. Trotzdem sind immer wieder Leute da. Die Kohlebehälter sind gut 30 Meter tief. Das gesamte Gebäude ist ohne erfahrenen Führer schlicht lebensgefährlich. Ich bin mal hier reingegangen, weil ich Stimmen hier drin gehört habe. An einem Wochenende standen zwei junge Männer und hatten sich hier über das Geländer gebeugt und darunter geschaut. Und ich habe die erstmal ganz vorsichtig zurückgebeten, weil ich traue dem Geländer nicht so recht. Man sieht ja, dass da einzelne Geländerteile schon abgebrochen sind oder unten drin liegen. Es sind überall Löcher. Wir haben Helme auf, weil ständig Beton abplatzt von den Betonsäulen und Trägern. Alles ist verrostet, instabil, einsturzgefährdet. Überall Schutt und die ungezügelte Natur, die sich Stück für Stück die alten Häuser zurückerobert. An Orten, die in der Zeit verloren gegangen sind.